Hallo Leute, und wer hat Lust auf eine weitere Runde GTA mit ganz vielen lustigen Sachen, die uns passieren werden? Und ich hoffe, ja, nichts Böses. Wir werden mal gucken, was unsere Tagesziele sind. Ein Capture GTA, ein Kopfgeld kassieren, oh, das ist immer schwierig. Und 100 Meter tief fallen und es überleben. Ich würde jetzt direkt mal sagen, dadurch, dass wir ein Kopfgeld kassieren müssen und das immer echt schwierig ist, mal jemanden zu finden und dann auch noch zu killen. Oh, hier explodiert schon wieder irgendwas. Werden wir das direkt mal mit den Tageszielen für heute sein lassen, weil ich dann mir nicht sicher bin, sie überhaupt zu schaffen. Deswegen machen wir einfach mal ein bisschen was anderes. Und anfangen tun wir mit diesem Auto hier. Nee, tun wir nicht. Das gefällt mir gar nicht so. Ich nehme lieber das da rechts daneben. Und das gehen wir einfach mal verkaufen und hoffen, dass wir dafür schön viel Geld bekommen. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, aber wir fahren einfach mal hin zur Tuning-Werkstatt, bevor uns hier irgendeiner schon wieder killen will, der hier auf dem Weg ist. Er will uns auch schon, glaube ich, hinterher. Also hauen wir mal lieber schnell ab und machen das Auto hier kaputt, was nicht so gut ist. Mensch, ey, ich habe immer Angst vor den ganzen anderen bösen Mitspielern hier. Die wollen mich immer alle killen und ärgern. Wie in dem einen der letzten Parts. Ah, oh, der Panzer steht genau bei der Werkstatt. Ist das jetzt ein Zeichen dafür, dass er mich gleich killen wird? Oder ist das ein Zeichen da? Ach nee, er steht dahinter. Na Gott sei Dank. Dann schnell hier rein. Komm schon, mach auf hier. Warum macht das nicht auf? Kann ich das Auto? Welches? Oh. Ach, das ist gar kein Panzer. Das ist so ein gepanzertes Insurgent-Fahrzeug. Oh Gott sei Dank, jetzt hat er aufgemacht. Dann hoffen wir mal, dass er uns nicht gleich killt, wenn wir wieder rauskommen. Verkaufen. Was bringt es? Was bringt es? Was bringt es? Was bringt es? Na, 6.000, das ist doch in Ordnung. Das ist okay. So, dann mal Waffe raus. Der Typ ist aber gerade schon weg, wenn ich das richtig sehe, oder schon wieder hier hinter. Vielleicht hat er gesehen, dass ich keine Gefahr bin. Da hat sogar jemand ein Kopfgeld. Aber das ist mir jetzt einfach mal zu riskant gerade. Ich nehme jetzt einfach mal dieses Auto hier. So. Und wir düsen mal ab. So, immerhin habe ich ja auch ein Kopfgeld auf mir ausgesetzt, von wem auch immer, von 7.000 Dollar. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass mich jetzt hier keiner killen will oder vielleicht selber das Tagesziel hat, jemand mit Kopfgeld zu killen, weil natürlich bin ich dann die Beute. So, einmal hoch. Denn da steht immer noch mein Auto. Da fühle ich mich immer etwas sicherer drin. So, schon viel besser. Aber da kommt auch schon ein anderer, der mich killt. Ja, war ja klar. Da wollte wohl jemand mein Kopfgeld haben. Natürlich macht er das erst dann, nachdem ich in mein Auto eingestiegen bin, und dass es jetzt kaputt ist und so weiter und so fort. Blöd. Da ist sogar jemand im Flugzeug da oben. So. Irgendein Auto. Erstmal düsen wir hier weg. Und rufen das Auto direkt nochmal. Über den Mechaniker. Und dann werde ich einfach mal direkt den Job annehmen, der mir gerade angeboten wurde. Und hoffen, dass ich da noch reinkomme. Weil das ist ja ein Raubüberfall und da könnten wir vielleicht ein bisschen Kohle verdienen. Wenn wir jetzt nicht zu langsam waren. Ja, leider hat es nicht geklappt, sie zu verbinden, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt haben wir nur andere Einladungen. Da lädt uns einer für eine doofe Mission ein, da will ich nicht rein. Gucken wir einfach mal, was gleich kommt und wenn nicht, dann starte ich einfach mal eine Runde. Das kann man ja im Notfall immer noch machen. Toll, jetzt wollte ich mir das Auto da vorne schnappen und da hat mich schon wieder jemand gekillt. Panda Erdferkel 7. Schäm dich, du bist ein Ferkel. So, ja, nachdem uns die Gegner hier ohne Ende killen wollen, werden wir einfach mal direkt die Mission starten, sonst kommen wir hier ja, nicht mehr auf grünes Gras, würde ich sagen. Wir starten einfach mal den Job für einen Titan und schauen mal nach, wer da so reinkommt. So, und damit geht die Runde auch schon los. Das Problem ist jetzt nur, dass am Ende alle anderen Spieler rausgegangen sind und ich jetzt ganz alleine bin, aber gut. Wenn halt keiner mitspielen will, dann machen wir das einfach alleine. Indem wir einfach mal den Mechaniker anrufen.
und mal unser Auto holen. Jetzt, okay. So, wo kommt denn unser Auto? Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Da, da ist unser Auto. So, in der Mission müssen wir erstmal übrigens zur Titan fliegen. Es handelt sich hier um ein Flugzeug, welches wir uns schnappen müssen. Deswegen rasen wir da jetzt einfach mal schnell hin. Da stehen dann halt so ein paar Gegner rum und der Rest, der, ja, den sieht man eigentlich von alleine, was man da tun muss. Da war mal wieder ein Pfahl im Weg, der sich nicht kaputt machen lässt. Schade eigentlich. Einmal nach links. Machen wir mal unser Licht aus, dann sehe ich mehr. So. Vollgas und Motorradfahrer einfach mal mitgenommen. Nach links, nach links. So. So, ein Stück nach links und ich will eigentlich nicht dagegen crashen. Rückwärts will ich auch nicht fahren, also dreh dich schon um. Mensch, da haben wir schon wieder ganz schön viel Blut vorne dran. Böse, böse. So, dann fahren wir hier lang, dann fahren wir hier mal nach links. Natürlich eigentlich nicht so, aber okay. So, einmal hier rüber. Und von hier können wir nämlich gerade über die Sprungschanze rüber. So. Und los. Einfach cool, die Distanz. Ja, und da vorne, da ist es dann auch schon. Und aus unserem wunderbar geschützten Auto können wir hier ganz gut die Gegner alle abknallen. Einmal hier anhalten und einmal rausballern. Keiner hat hier eine Chance gegen mich. Spawnen auch noch ein paar Gegner nach, dann sind das wieder ein paar mehr, so nach und nach, aber irgendwann lässt das auch ein bisschen nach und dann können wir uns natürlich das Flugzeug schnappen. Wenn wir jetzt aussteigen würden, dann wären wir wahrscheinlich so gut wie tot, so fast. Deswegen sollten wir mal kurz noch ein bisschen weiter herumschießen. Sicher ist sicher. Nicht hinterm Auto verstecken, das ist unfair, das darf nur ich. So, einmal rumdrehen, weil hier sind noch ein paar mehr Gegner. Und ganz wichtig ist ja eigentlich auch der hier oben. Dann schießt er uns die ganze Zeit nachher noch an, wenn wir hier rumrennen. So, steh mal auf. Komm schon, komm schon, komm schon. So, lebt er da oben immer noch? Jetzt nicht mehr. Wenn er nicht nochmal neuer kommt, dann ist das da oben jetzt erstmal sicher. Da ist noch einer hinter der Kiste. Jetzt nicht mehr. So, das erste, was wir hier mal machen, ist schnell mal aussteigen. Und schnell mal in diesen LKW hier einsteigen. Der muss nämlich etwas weggefahren werden, weil er nämlich sonst genau im Weg steht. Das ist auch so eine Sache, manchmal wenn man online mit anderen zusammenspielt und die einen eigentlich nur ärgern wollen, dann ja, explodieren die halt diesen LKW und dann steht das Wrack da völlig im Weg rum und man hat ein Problem.
Das kann man zwar mit dem Auto so ein bisschen noch wegschieben, aber nicht ganz so gut. Auf jeden Fall ist es immer etwas doof, wenn das jemand macht. Der hier will noch sterben. Und jetzt können wir uns auch eigentlich das Flugzeug schnappen. Schnell mal rein da. Und dann heben wir auch schon ab. Dann bringen wir das Ganze zum Sandy Shores Flugplatz und dort ist die Mission dann auch direkt beendet und dann bekommen wir auch unsere Belohnung. Und abheben. So, jetzt machen wir uns mal eine ganz gemütlich entspannte Flugfahrt und träumen da vorbei von schönen vielen Bergen. Aber nein, ich meinte nicht Andrea Berg. Nur Berge. Ja, das sollte ich nicht nochmal machen, sonst stürze ich ab. Fliegen wir lieber richtig. Hinter den Vinewood-Berg fliegen und dann kommt da... Nee, Wasser kam da noch nicht. Ich glaube, das ist dann schon direkt dahinter. Ich schaue mal auf die Karte. Ja gut. Ein kleines Stück ist es noch. Da müssen wir noch über das Gefängnis so ein bisschen in die Richtung und dann sind wir auch schon da. Zumindest müssen wir nicht über das Wasser fliegen. Und das ist schon mal sehr gut. Und wir stürzen ab. Oh nein. Ah, Spaß. So, da vorne ist das dann auch schon. Ich muss mal gucken, von wo ich anfliege. Ein Stück weiter links. Und da können wir auch gleich nach rechts. Ich mache das immer so ein bisschen schräg, weil eigentlich musst du nur da, wo du da direkt eigentlich hin musst mit dem Flugzeug, irgendwie halt ankommen. Und ist egal, wenn du auch ein bisschen schneller noch bist, dann bremst das Flugzeug das eh ab. Deswegen können wir auch einfach hier landen. So. Dann eiern wir da mal rüber. So. Und damit hätten wir das Ganze auch schon geschafft. Und das ganz alleine. Und immerhin kriegen wir 13.000 dafür. Ist doch gut. So. Das Ganze hat uns natürlich super gefallen. Und ich würde sagen, wir gehen dann hier aber erstmal raus. Und das war es erstmal mit dieser Folge GTA. Ich hoffe, ihr freut euch natürlich auch auf die nächste. Dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und habt einen schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video hier seht.